glaube, man hat viele Sachen gesehen, gerade in der ersten Halbzeit, die wirklich gut funktioniert haben. Und für mich als Trainer dann auch aber einiges. Good luck for the season, huh? All the best. Für mich als Trainer dann auch einiges, was man verbessern kann. Und alles in allem haben wir, glaube ich, relativ wenig zugelassen. So, das Spiel gegen den Ball stand schon im Vordergrund und da bin ich eigentlich zufrieden. Ja, ich glaube, in beiden Umschaltmomenten waren wir heute nicht wirklich so auf dem Punkt da. Da haben wir sie zu häufig noch aus dem Druck rauskommen lassen. Ansonsten konsequentere Chancen aus, Auswertung oder Verwertung. Gerade in der ersten Halbzeit, ja, Kleinigkeiten im Kettenverhalten, wie verteidigen wir den Zwischenraum, wann, was die Positionierung im Ballbesitz. Aber das sind so Themen, die besprechen wir dann mit den Spielern und da wird sich jeder peu à peu dann auch wieder dran gewöhnen. Ja, alles in allem hat man deutlich bei jedem Spieler gesehen, warum wir ihn geholt haben. Der eine oder andere ist ein bisschen näher dran als vielleicht die jüngeren Spieler, aber wir haben schon eine gewisse Breite im Kader und das hat man heute auch gesehen. Wir haben ordentlich gewechselt in der Halbzeit und es war immer noch eine Top-Mannschaft auf dem Platz und wir haben noch zwei, drei Verletzte, die wir zurück erwarten jetzt innerhalb der nächsten Tage und wir brauchen den Konkurrenzkampf. Ist beim Tor also gegen Pfosten gerutscht oder so, das ist halb so wild, das wird eine Prellung sein. Ja, wir haben gestern noch, glaube ich, über 2 Stunden auf dem Platz gestanden, knapp 10 Kilometer abgerissen. Teilweise einige Jungs über 30 Sprints gemacht. Das merkt man dann natürlich. Deswegen haben wir auch frühzeitig gewechselt. Hätte mir trotzdem zweite Halbzeit noch ein bisschen mehr Drive, ein bisschen mehr Aggressivität, ein bisschen mehr individuelles Durchsetzungsvermögen gewünscht. Da haben wir zu viele Ballverluste, da waren wir im Kopf nicht schnell genug. Das kann ich ausblenden als Spieler. Da muss mich das Training vom Vortag eigentlich nicht mehr beschäftigen. Deswegen machen wir Testspiele gegen solche Gegner, weil uns da auch mal aufgezeigt wird, was noch nicht so gut läuft. Und ich denke mal, das 2-2 ist leistungsgerecht. Erste Halbzeit waren wir besser, zweite Halbzeit die Dänen. Ein bisschen effektiver. So ist Fußball.